Grüß Gott und Jumbo. Jumbo from the Hemingway's Hotel Kenya in Nairobi, here in my room number 32 that I just got. Ich rede mal lieber auf Deutsch weiter, damit meine sonstigen Leser, Hörer, Zuschauer das auch alles verstehen. Hier ist mein Zimmer 32 im Hemingway's Hotel in Nairobi, in Kenia. Dieses ist schon mal der Schreibtisch. Es ist ein wunderbares Hotel, ein enorm großes Hotel. Ein Mitglied des More Luxury Hotels. Und das seht ihr auch hier, dieses Zimmer ist enorm groß, großzügig und ein Traum. Das Bett, ein schönes Himmelbett, groß genug. Und eine Couch und hier der Fernseher lässt sich übrigens per Knopfdruck komplett versenken. Und dann ist das eine klassische koloniale Box. Irgendwie schon sehr abgefahren. Dann kommen wir zur Minibar, die hier in diesem Schrank sich befindet mit diversen Getränken, für die muss man dann allerdings zahlen. Und dann haben wir hier eine kleine Teestation, Tee, Kaffee, kostenfrei. Dort ist ein Wasserkocher mit Wasser und einer Eisbox. Hier ist eine Flasche Wein zur Begrüßung. Ein wunderschöner Blumenstrauß dort drüben neben der Lampe. Da findet sich noch ein kleiner Obstteller zur Begrüßung. Herzlichen Dank für das Ganze. Und hier der Blick auf dieses große, riesige Bett mit Couch und Tisch davor. Ein großartiges Bild an der Wand mit einem schönen Löwen, der mir dann beim Schlafen zuschauen wird. Und wenn wir hier in das Badezimmer gehen, na, ist da offensichtlich zu, dann machen wir das von der anderen Seite. Spaziere ich mit euch nochmal hier durch das Zimmer durch. Da haben wir hier das Badezimmer und haben hier hinter der Tür die Dusche. Dann befindet sich hier die Badewanne. Dann kann man zum Zimmer hin das hier aufmachen und kann aus dem Badezimmer direkt auch rausschauen. Da ist noch ein zweites Waschbecken und hier ist der Anziehschrank, der begehbare. Da steht schon meine Koffer, Bademäntel, Tresor, noch eine kleine Garderobe, da ist noch ein Kofferbock. Mein Koffer steht auch da gerade ganz gut drauf. Ja, das ist mal wirklich sehr großzügig, sehr luxuriös. Hier noch ein Blick auf die üblichen kleinen Duschbäder und so weiter. Und dann möchte ich euch noch den Blick nach draußen genießen und zeigen. Wie geht die Tür hier nochmal auf? Zu. So, sollte jetzt auch. Dann gehen wir mal raus und genießen den Blick in den Park. Also hier gibt es kein Wildlife, hier direkt an dem Hotel, weil es hier in einem sehr noblen Vorort von Nairobi ist. Aber die anderen in einem Nachbarvorort fängt schon der Nairobi Nationalpark an. Und dort haben wir gerade schon Elefanten angeschaut. So, und mit diesem Blick lasse ich euch jetzt. Ciao, servus, auf bald. Und alles weitere findet ihr wieder wie gewohnt auf legomont.de.